Der Griecherfetisch gehört mir und meine Feinde sind geschlagen. Hier, nehmt dies als Belohnung für eure Hilfe. Ja, elementare Allmacht. Auch Stufe 2. Gleichzeitig wie Feuerschlag, Eisschlag und Geschoss. Und ja, ich habe damals, als ich ihm geholfen habe, weiße Allmacht gekriegt. Was haben wir noch gekriegt eigentlich? Oh, eine Schädelmünze. Gut. Also ja, die Münzen werden später noch wichtig werden. Warum steht hier ein Waldläufer rum, einzelner? Ach, sag bloß hier, wir spawnen einen Waldläufer, wenn sie gefallen sind. Auch praktisch. Gut. Hab weiße Allmacht bekommen gehabt. Das war, glaube ich, ein Heilzauber, ein Dornenschild und noch irgendwas anderes in einem. Haben wir auch irgendeinen Gegenstand? Ah, nein, einfach Mana. Nee, halt. Lichtring. Oh. Mentalmagie. Hm. Ja, kann man sagen, ist okay. So, dann verlassen wir jetzt die Sturmfelsen. Weil ich habe jetzt keine Lust, nochmal das Ganze zu machen, um herauszufinden, was er mir gibt. Wahrscheinlich, da er mir eh schon seine Mondmünze gegeben hat. Also der Weißmagier. Ich habe ihren Namen vergessen schon. Nehme ich mal an, von ihm hätten wir eh nur noch eine Schädelmünze gekriegt. Und von ihm wahrscheinlich eine Sonnenmünze. Ja. Bleiben wir aber bei der Sternenmünze. Ich glaube, das ist das Beste. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welche Münzen am wichtigsten waren. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass es Stern war. Ich weiß, Schädelmünzen waren die unwichtigsten. Bei Sonne, Mond und Sterne bin ich mir jetzt nicht sicher. So, das heißt, zurück nach Miratur, ins Portal in die Sturmfelsen. Wenn Dunhan nach Norden gegangen ist, wird Reovis nach Süden gegangen sein. Die Echosümpfe wären ein gutes Versteck. Das Portal liegt im Südosten. Wir müssen um die Stadt herum. Ja, damit haben wir jetzt Janinas Fluch abgeschlossen. Die drei Magier. Ah ja, Zolovis, Renias und Gulons. Gulon. Zolovin, Renia und Gulon, ja. Also Zolovin. Nee, Gulon war der weiß. Egal. Gehen wir einfach mal weiter. Jetzt müssen wir nämlich durch das Kita-Dorf hier durch und das Portal hier erreichen. Die Kita hier sollten jetzt eigentlich nicht mehr so das Problem sein, aber wir gehen auf Nummer sicher. Wir werden angegriffen. Runenkrieger zu mir! Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! So. Das ist ein Hinterhalt. Und dann reißen wir auch peu à peu hier das Lager ab. Versteckt sich hier hinten eine Kiste? Zufällig? Nein.
Lassen wir die beiden mal da drauf einhacken. Töten den Beißer und den Speer lieber. Das ist ein Hinterhalt. Die Linien müssen halten. Okay. Runenkrieger zu mir. Gut, der ist tot. Und der auch. Dann können wir jetzt in Ruhe die Gebäude einreißen. Und zwischendurch einmal kurz heilen. Okay, die wollen zuerst das einreißen. Dann reißen wir auch zuerst das ein. Und ja, hier sieht es aus, als ob wir durchkommen würden. Also hätten wir das Kita-Dorf gar nicht gebraucht. Aber Erfahrungspunkte halt. Wenn auch nicht viele. Na, wenn sie lieber erst die große Hütte einreißen wollen. Okay. Das war dieses Kita-Lager. Alles, was auch weg ist, bedroht die Rebellen nicht. Oder die Widerstandskämpfer. Vorsicht, Gegner! Runenkrieger zu mir! Ah, Tiermenschen mähen. Oh, und mal wieder ein paar Gobbos. Hier ist noch ein Kriecher und dann warten da schon die Elfen auf uns. Die wir ja schon neulich in Miratur gesehen haben. Ja, genau. Töten wir ihn.
Diener des Feuers. Bodenkrieger, haltet sie auf, Schwestern. Okay, die verwechseln uns irgendwie scheinbar. Linien müssen halten. Wartet. Komm schon, wir müssen weiter. Das waren Elfen. Warum werden wir von Elfen angegriffen? Hier, mitten in Urgard. Rede du, Grimm. Kennst du die Geschichte von Arin, dem Frostweber, und seinem Bund mit den Elfen? Die Sage vom Winterdrachen? Natürlich, aber... Mehr als nur eine Sage. Der Drache ist ebenso wirklich wie Senwen, die Königin, die unter dem Eis für ihn singt. Seit Tausenden von Jahren. Aber nun nicht mehr. Die Eiselfen selbst haben die Königin aus dem Gletscher geraubt, auf das Arin wieder aufsteige und suchend über die Lande fliege. Und diese mit ewigem Winter bedeckt. Wie vor Tausenden von Jahren. Aber den Elfen war ihr Bund mit dem Drachen immer heilig. Heilig? Heilig nur, weil er ihnen die Macht der Eismagie schenkte. Was kann es Besseres für sie geben als einen ewigen Winter, in dem sie absolute Macht besitzen? Also kämpft ihr und der Widerstand nicht mehr gegen die Orks, sondern gegen die Eiselfen? Ja, sie kamen vor einem Mond und vertrieben die Orks aus Miratur. Dann verbargen sie die Königin in einem Gefängnis oben in der Stadt. Wir versuchen, sie mit Hilfe der Flüchtlinge zu befreien. Ich konnte es zuerst auch nicht glauben. Aber Grimm hat recht. Wer sonst kennt das Versteck der Königin? Wer sonst überlebt den ewigen Winter, den der Drache bringt? Wer sagt, dass Schönheit immer ein reines Herz haben muss? Wenn dies euer Kampf ist, so ist es nun auch meiner. Ja, Questbuch aktualisiert. Capo Miratur. Weit den Patrouillen der Eiswölfe aus und dringt weiter nach Süden vor. Euer Gegner im Miratur sind nicht die Orks, wie zuerst vermutet, sondern Eiselfen aus Tirganach. Truppen, die Gruppen von ihnen durchstreifen den Osten der Insel. Weicht ihnen aus, um das Portal in die Echosümpfe erreichen zu können. Die Suche nach Reovis. Reovis hat sich nach dem Streit mit Dunan ebenfalls vom Widerstand getrennt. Lena glaubt, dass er sich nach Süden in die Echosümpfe zurückgezogen hat. Reist sie die Echosümpfe durch das Portal im Südosten. Die Echosümpfe liegen südöstlich von Miratur. Ihr müsst die Stadt auf der Ostseite umgehen und euch immer gen Süden halten. Dort liegt das Portal. Mhm. Ah, hier ist eine kleine Orkstadt. Und ja, warum den Patrouillen ausweichen? Feuerdiener, vernichtet! Bodenkrieger zu mir! Außer wenn wir eingefroren werden, halt. Standhalten, Männer! Linien müssen halten! Vorsicht, Gegner! Wir machen ja genug Schaden eigentlich. Standhalten, Männer! Oh ne, hier oben ist auch nichts. So. Einmal heilen.